Und damit willkommen zur Let's Minishow Monster Ranger. Ja, mit einem schönen kleinen Eröffnungsvideo. Es ist übrigens Teil 1, halt, den es in Europa nicht gab. Nein. Und wir hatten Teil 2 einmal, also nicht in Deutschland, sondern allgemein also Europa. Also Teil 2 gibt es in Europa, halt nicht in Deutschland, hat es halt nicht hingeschafft, also Spanien und Italien und so weiter und so weiter und so fort. Da muss nichts verstehen. Ja gut, das werde ich so lassen. Na. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir einfach mal Teil 1 nehmen, der zwar viel schlechter ist als Teil 2, der auch nicht so super ist. Und aber ja. Irgendwo mit hat es ja immer mal angefangen. Und genau. Zumindest das Eröffnungsvideo, das haben wir schon ein bisschen geschmunzelt. Es war schon ein bisschen albern, aber auch ein bisschen nett eigentlich. War schon ganz okay. Haben wir uns nie groß angeguckt vorher. Ja, weil wir meistens immer den anderen Teil gespielt haben. Weil, ja, ich meine, es muss schon seinen Grund haben, denke ich mir mal, warum Teil 1 nicht erschienen ist in Europa, ne? Da weiß man dann ja immer, dass meistens, weil der erste nicht so gut war, ne? Ja. Oder weil es zu lange dauerte. Nehmen wir an, das ist ein Postbote. Wie kommst du denn da drauf? Erstmal, yay, wir sind jetzt offiziell ein Monsterzüchter. Ja, im Original heißt ja das Spiel eigentlich Monster Farm. Das macht auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn als Ranger, aber naja. Wissen wir, was Assistenten tun? Wissen wir das? Ja. Aushelfen halt, ne? Eigentlich schon, ne? Erklären alles. Holly! Ja, wer die Serie kennt, wird Holly auch kennen, denke ich. Man sieht's auch. Please! Nee, dann holen wir uns jetzt unser erstes Monster. Yay! Das Besondere... Ja, Moment. Ich mag es ja nicht so gerne, dazwischen zu reden, wenn die da labern. Ja, sieht ein bisschen aus wie Colis Opa. Ich dachte, wenn es ein Opa ist. Ah. Was denn? Nix. Drück ich zu schnell? Nein, ich habe nur um deine Schulter durch drumherum geguckt. Ah ja. So, jetzt geht's wohl mal ein bisschen los. Wobei gleich wird sie noch ein bisschen was erklären, nehme ich an. Es zieht sich halt ein bisschen am Anfang. Ja, was heißt ziehen? Ich finde, es ist eine normale Einführung. Die Wolken da oben bewegen sich. Das ist schön. Sieht auch ziemlich modern aus da, die Stadt. Aber die werden wir sowieso nicht richtig sehen. Es ist halt bei den Spielen leider so. Der Markt. Schrein. Diese Schrift ist übrigens fürchterlich. Ja. Schrein erst. Bringt uns das jetzt was? Ja. Nix. Punkt, 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 Punkt. X. Ja, ach, das steht doch da. Hier ist der große Moment, ja. Dann wollen wir mal. Ja, das Besondere halt an Monster Ranger, wo es jetzt gerade ist, man kann ja eben Musik-CDs oder andere PlayStation-CDs benutzen und die Klappe aufmachen und die dann einlegen und bekommt dann halt verschiedene Monster. Und wir fangen mit Suzu an. Ah, nee, ein anderes Suzu. Ein ähnliches, eine Suzu-Art. Ja, aber steht Suzu. Sieht aber anders aus. Sieht ein bisschen Suzu-fischig aus. Ja. Ja, und das ist natürlich cool. Allerdings bekommt man solche seltenen Monster, wie zum Beispiel Mochi und so, auch nur durch bestimmte teure CDs und so, ne? Mhm.
Ja, oh, wir können ihm auch einen Namen geben. Wie nennen wir ihn denn? Luna. Naja, ich finde eher Lobo vielleicht. Na gut. Wobei, okay, ja, nee, du hast es ja erst gesagt, aber ich weiß nicht, das sieht so männlich aus. Da willst du Luna nehmen. Ja, natürlich. Dann nehmen wir Barry. Ist doch kein Unterschied. Doch, klar, die Person selbst nicht, aber... Barry. Da haben wir es, ja. Ende. Ja, ne, warum steht eigentlich Ende? Statt der Ende? Nein. Ich wollte schon sagen, weil du Ende gesagt hast. Ja. Ja, also den Markt können wir eh vergessen, wir haben wahrscheinlich kein Geld, nehme ich an, aber ich kann ja mal gucken. Ja, ich finde das auch, das ist halt in dem Zeitraum nicht... Na, da kann man Monster verkaufen, beziehungsweise einfrieren. Ah, okay. Nee, natürlich nicht. Wir behalten unsere kleine Barry. Ja, Schrein hatten wir ja schon und wie gesagt, das ist ja auch selbstredend halt. Und ja, was ich immer schade finde, zumindest in den PlayStation-Teilen, es gibt ja zwei, man kann gar nicht herumlaufen, überhaupt nicht. Nein. Und man sieht das alles nur so, ja, so wie wir das halt sehen, ne? Wir werden aber später nochmal ein Spiel einlegen, wo man dann... Und das werden wir wahrscheinlich auch richtig Let's Playen, nehme ich an. Mal gucken. Doch, ich denke, die beiden PS2-Spiele, zumindest dieses mit dem Zirkus, denke ich. Mal gucken. Also, weil die sind schon besser, auf jeden Fall. Ja. Die hier sind ziemlich eintönig. Ja, jetzt kann man sich halt aussuchen, was man zu essen gibt, aber man sieht ja, das kostet erstmal und ja, es kommt drauf an, das eine mag er, das eine nicht so. Meistens mag er, glaube ich, Kartoffeln nicht. Ihr mag immer das Teure, so war es im zweiten Teil. Geh nochmal auf Nein. Okay, Nein. Steht auch. Ach so, ja, aber das kostet natürlich auch Geld, ne? Naja, klar. Oder nicht? Ja, klar. Das lieben wir uns da. Und naja. Das mögen die eigentlich doch. Ja, machen wir einmal. Das geht ja, ne? Ja, ein bisschen am Anfang. Aber man muss natürlich sagen, man bekommt ja nur Geld, wenn man auch an Turnieren und so teilnimmt. Oder Monster verkaufen kann. Ja, aber man hat ja nur eins am Anfang, ne? Ja. Trainingsplan. Es muss erstmal gezüchtet werden. Trainingplan hat es ja nicht richtig. Es wird natürlich auch mit der Zeit größer. Und man kann natürlich schon sagen... Es hat Ähnlichkeiten auch mit Digimon World, ne? Dass man sich um das Monster kümmert und es füttert und es trainiert, aber dazu kommen wir dann später gleich noch. Ja, das steht da auch schon. Ja, okay. Mit den 4 Wochen halt. Und hier kann man übrigens auch, in dem ersten Spiel kann man auch noch Geld kriegen, wenn man arbeitet. Ja, das ging in dem zweiten Teil nicht, also... Ach so, da, guck mal, wir können da irgendwo auch hin. Naja, das also, ist Training. Zu trainieren halt. Genau. Ja, das ist eigentlich, ja, Initiative, Leben, Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Ich will jetzt mal Leben machen, vielleicht, oder? Ja, okay, hast du recht. Oh, ach, du nein. Heiliger! Okay, nein, vergiss es. Ja, wie gesagt, wir haben den ersten Teil nicht wirklich gespielt über den zweiten, weil es, wie gesagt, ja ein Grund haben muss. Das sind alles heute auch, also lass, machen wir erstmal... Arbeiten. Genau. Ja. Weil da muss man nämlich... Da geht's nämlich auch hoch. Ja, gut. Okay, und dann ist es doch nicht Geld verdienen. Ich war gerade ein bisschen irritiert, weil da Arbeit steht. Okay, das sieht aber auch nett aus. Also, weil im ersten... Ja. Oh. Nee, verkackt. Ja, ich weiß nicht. Ein Loben. Nicht ein Loben, sondern... Taten, meinst du? Ja, hat halt nicht mit Absicht gemacht. Ja, also es ist halt... Im zweiten Teil ist es halt so, da kann man einfach trainieren. Da kostet das gar nichts. Deswegen war ich jetzt auch wirklich verwirrt, dass das so viel gekostet hat. Wahrscheinlich geht das aber auch nicht schief, ne? Aber kannst du dir ja gar nicht erlauben. Aber diese Animation ist nett, aber ehrlich, das ist nicht PlayStation-Niveau, ne? Aber doch, wenn er schafft... Ja, doch, wenn er schafft, gibt es Geld, okay. Ah, das ist schön. Okay, dann kriegt man hier leichter Geld. Ja, vielleicht sollten wir das sogar ein bisschen öfter machen, das hier. Das hat er sehr gut gemacht. Da geht ja auch intelligent so. Ja, dafür ist er ja auch, ne? Also das Problem... Was? Naja, er wollte halt sich ausruhen. Naja, der wird das schon... einfach. Ja, hast du ja auch erlaubt. Ja. Ja, ich hab so schnell gedrückt, weil ich wollte ja eigentlich mal was dazu sagen. Dann sag du doch einfach mal was, wenn ich doch spiele. Du wolltest das Spiel zeigen. Du musst es... Das meine ich nicht, aber ich meine... du kannst doch mal erzählen, was ist denn der Nachteil an diesem Spiel wegen dem... Man trainiert ja auch sein Monster, genau so, wie ja, Digimon World und so, aber... Aber hier ist es sogar noch heftiger im Sinne von wirklich Training, Training, Training und dann stirbt es. Das ist hier wirklich im Vergleich. Ja, und man sieht, nach 4 Einheiten ist der ganze Monat rum. Eigentlich die Woche. Achso, naja, aber da steht doch schon nächster Monat.
Das war vorhin April. Da stand April. Muss ich gleich mal drauf achten, okay. Deswegen ja. Vier, also, ja, okay, gut, da man ja Geld kriegt. Einmal kriegst du es noch, das nächste Mal kriegst du aber nur Dings. Ja, also der Fakt ist halt, dass vier Einheiten sind hier quasi ein Monat. Ich finde es auch blöd, dass man gar nicht sieht, wie er das Essen da hat und so. Naja. Ja, wollen wir noch ein bisschen was anderes? Muss er okay. hochmachen, okay. Das ist Intelligenz. Ach so, Moment, Entschuldigung. Da, so. Ja. Ja, also der Haken ist halt, wie gesagt, man trainiert sehr viel. Die werden meistens nur 3 bis 4 Jahre alt. Man sieht ja, wie schnell so ein Jahr rumgeht. Ja, ich würde nicht sagen, was es ist. Ja, dann ist halt so. Und zumindest im zweiten Teil, ich hoffe mal, dass das hier im ersten nicht passiert, ne? Da hauen die auch manchmal ab. Ja. Du kannst super doll mit denen zufrieden sein und so alles. Die hauen dann einfach mal ab. Und das auch fast so ein halbes Jahr bis hin zu einem Jahr. Ne? Warum zählt das eigentlich nicht als Essen? Ja. Mir doch scheißegal. Ja, wir sind ziemlich gemein halt. Ja, man merkt ja halt, ne? Also die Loyalität ist jetzt gerade auch noch nicht so hoch. Vielleicht sollten wir mal was anderes noch machen. Vielleicht ein bisschen Verteidigung. Mhm. Ach guck mal, da lernt er sogar noch mehr, also gibt's auch mehr Geld. Ja, Kraft geht runter. Ja, okay, das ist doof. Gibt's ja auch irgendwas, wo das hochgeht? Ja. Da, das zum Beispiel. Speed geht dann aber runter. Ah. Naja, wir haben ja Speed auch noch nicht wirklich gemacht. Ich gebe zu, diese Animation finde ich eigentlich ganz nett halt, ne? Man sieht auch schön, wie es da steigt, ne? Aber ja, das Spiel ist ziemlich ordentlich. Und jetzt kannst du ihn ausruhen lassen. Fest. Ja, das ist halt auch die Sache, das muss man auch machen. Und dann geht ja auch wieder Zeit rum. Und man ist da schon ziemlich, naja, und ja, im Prinzip ist das ja schon fast das ganze Spiel. Also man kann hier wirklich nur immer ein bisschen trainieren. Ich gebe zu, das ist ja jetzt ganz nett, das sich alles einfach mal anzugucken, ne? No. Aber das geht auch für Weile, ist das ziemlich langweilig halt, und die ne? späteren Spiele haben wenigstens noch so ein Adventure-Map und so. Und da kann man auch mehr als ein Monster haben, da hat Weil man dann schon so... Ich meine, dieses Spiel hat nämlich keine Adventure-Map. Ich glaube, das zweite schon, ne? So eine leichtes hatte das auch. Aber die PS2-Spiele sind halt schon besser. Warum auch immer die jetzt? Achso. Ja, Entschuldigung, ich bin daran gewöhnt, dass das eigentlich so weitergeht. Ja. Jetzt diesmal gibt's nur Fisch. Na, weil er nicht gut war. Ja. Im zweiten Teil sieht man auch wenigstens, wie so ein Vogel immer kommt und dem das Essen gibt und wie er das auch essen tut. Hier ist ja gar keine Animation. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich finde die Animation wirklich... Geh mal auf ganz kurz Richtung Battle. Gibt's auch noch gar nichts. Also man sieht hier auch, was man machen kann. Aber wir sind ja eher dann D halt. Oder E vielleicht. Ja. Das wäre am nächsten Tag. Beziehungsweise am Ende der Woche. Ich würde mal sagen, vielleicht macht man das. Ja, aber das ist das Offizielle. Ja, dann würde ich sagen, dass man... Aber da verdient man irgendwie mehr. Naja, klar. Aber das ist ja auch nur ein... Egal, weil man sollte auf jeden Fall, wenn man so ein Battle macht, dann vorher immer ausruhen lassen. Das ist auf jeden Fall logisch, das nochmal, ne? Ja. Scheiß auf Speed einfach. Ups. Blip. Sag mal! Du Arschkrampe! Ja. Ja, natürlich. Ja, also wie gesagt, ne? Also man kann da tun, was man will. Also es ist sehr. Es gibt Leute, die vergöttern diese Spiele. Also bei den PS2-Spielen kann ich es ja vielleicht, wie gesagt, noch verstehen, so ein bisschen. Ne? Die sind nicht schlecht. Auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber man merkt, die PlayStation-Spiele, die sind. Ja, wie gesagt, das guckst du dir einmal an, ist ganz nett. Und danach kommt nur noch der Kampf. Und es geht eigentlich. Die Story gibt's so gar nicht richtig. Ne. Es geht eigentlich nur darum, züchte ein ganz starkes Monster. Ja, jetzt ausruhen wieder. Ja. Dann. Ich finde das auch irgendwie, das wirkt sehr billig. Also man hätte das auch genauso gut als Super Nintendo-Spiel fast rausbringen können. Bis auf das hier halt. Ja, aber sonst schon, ne? Ja. Ja, ich denke mal, ne? Gut. War das hier? Na. Da. Doch, auch, ja. Dann auch ja, das ist alles so, weil ich noch an den anderen Teil gewöhnt bin mehr. Wir werden zwar sowas von verkacken. Ja, aber wir wollen es einfach mal zeigen. Also wie gesagt, das Spiel hat ja die nette Idee, definitiv mit den CDs, keine Frage.
Teil 2 ist grafisch ein bisschen ansehnlicher, aber wie gesagt, man macht im Prinzip dasselbe. Man sieht auch, es ist sehr, sehr pixelig und unfertig sieht es auch aus. Ja, oh, Data kann man auch machen. Boah. Das machen wir mal. Ich glaube, das gibt's gar nicht im zweiten Teil, oder? Weiß nicht. Sie sagt dir dann ein bisschen was zu dem Gegner halt und so. Naja, egal. Battle. Wir verkacken wahrscheinlich wirklich. Weil wir haben ja noch nicht wirklich viel trainiert. Im Prinzip muss man mindestens ein Jahr trainieren, um ansatzweise bei so einem E-Turnier und E, also zumindest wir haben ja schon mal den zweiten Teil viel gespielt. Vielleicht machen wir da auch mal so einen kleinen Einblick halt, vielleicht mit dem Speicherstand. Vielleicht war das auch tatsächlich am Anfang noch so zu. Gefällt mir aber ehrlich gesagt besser, weil diese Ohren und so, ne? Ja, viel besser ist der Gegner da ja auch nicht. Da haben wir auch Techniken. Ich hoffe, ich krieg das noch hin. Ah, konnte man das nicht genau? Wir spucken dich an. Oh ja, und er schlägt uns an. Naja, auch nicht schlecht. Man sieht da ja die Techniken. Ich muss mich dann dahin bewegen eigentlich, so mit dem Steuerkreuz. Und ja, dann sieht man ja da unten diesen kleinen Balken. Manchmal macht das aber auch gar nicht. Ja, wegen ich brauche auf jeden halt Fall auch Guts und so, ne? Alter, 99% Hit hatte er und... Tja. Ja, er verweigert auch oft, ne? Naja, weil der Wille noch nicht hoch genug ist. Er ist ausgewichen. Ah, Mist. Er ist auch ausgewichen, aber wir auch. Hey, das ist ja voll unfair hier. Mist! Alter! Na komm schon. Wir werden verkacken. Nein. Gewonnen. Ah, tatsächlich haben wir eine Runde gewonnen, aber sehr begeistert sieht er ja nicht aus. Nein. Ich frag dann sowieso mal, ihr könnt hier in die Kommentare trotzdem schreiben, wie euch dieses Suzu gegenüber dem aus dem Anime gefällt, ob ihr das hässlicher findet oder vielleicht schöner. Und vor allem, mich würde auch interessieren, wie ihr das Kampfsystem findet. Eigentlich finde ich das Kampfsystem okay, aber es ist halt wirklich, also so die E-Kämpfe sind okay. Also die haben wir auch immer sehr gut hingekriegt eigentlich. Die sind doch einfach. Ja, aber auch so noch die unteren. Also so D ging auch noch und C halt, aber danach B und A. Das ist so schwierig teilweise. Und die Gegner können auch sehr oft hintereinander angreifen. Ja, das ist halt so ein Tiger-Streuner da halt, ne? Der sieht aber, der kann mehr, naja. Und der sieht ziemlich. Und man darf übrigens nicht vergessen, wenn ein Monster stirbt, dann muss man nochmal ganz von E anfangen. Ja. Und nein, hier werden wie bei Digimon keine Werte übernommen. Boom. Ja, Mist ausgewichen. Alter! Der weicht aber viel aus, ganz ehrlich. Und die Runde verkacken war. Ja, guck mal da. Das meine ich, der Gegner kann sehr oft drücken halt und der kann auch sehr oft ausweichen. Er hat wahrscheinlich wirklich viel Speed halt, hat ja, er auch. Wir kommen gar nicht dran. Ich komme auch nicht zurück, weil zu nah dran ist halt, ja. Das ist das Problem. Ja, wir haben dich einmal getroffen, komm, treff wenigstens einmal oder so. Ja, eigentlich kann man auch noch mehr. Ach ja, wir haben da noch eine Attacke, weil wenn man Steuerkreuz hochdrückt, aber ich komme da ja gerade nicht hin. Da haben wir das, was ich meine. Achso, ich kann das auch einfach auswählen. Oh, auch nicht schlecht. Gut, das ging im zweiten Teil, glaube ich, nämlich nicht. Im zweiten Teil musste ich diese rote Leiste und den Abstand haben. Du hast doch gerade die ganze Zeit mit dem Schwanz angegriffen. Das ist doch das Oberste. Nee, ich habe das da aber. Nein, hast du nicht, du. Ich kann das bewegen aber und das auswählen. Hm. Das wollte ich nur sagen. Das habe ich gar nicht richtig drauf geachtet. Ich zeige dir das gleich nochmal. Ja, mach das. Aber ich finde auf jeden Fall hier in dem Teil ist dieser Streuner da, der war extrem fett. Ja. Also im zweiten Teil sieht es schon ein bisschen schöner aus. Also ich bin begeistert, dass wir für diese kleine Show tatsächlich wohl gewinnen. Nein, ist auch nicht jetzt so schlimm. Wir. Das ist aber auch nicht so schlimm. Also wir sind ja noch im zweiten, weil wir zweimal gewonnen haben. Das macht es. Je nachdem, wie viel das Vieh gewonnen hatte. Ja, wenn das auch nur zweimal da. Boah, ist das hässlich. Oh ja, auf jeden Fall. Richtig fett, Alter. Also brr. So, pass auf, ich zeig dir gleich, was ich da meine. Ja, er ist okay, auf jeden machen. Fall. Also erstmal, da ist dieses Grüne, ne? Ja. Das habe ich jetzt neu ausgewählt, indem ich das Steuerkreuz hoch und runter drücken konnte. Und da, das meine ich, da siehst du?
Ja, okay. Das kann ich jetzt auswechseln. Also ich meine, im zweiten Teil ging das, aber jetzt macht aber Schwanzi trotzdem. Aber im zweiten Teil ging das nicht. Im zweiten Teil musste wirklich diese Leiste, dieser rote Balken, den ihr da unten seht, der musste auf dieser Technik drauf sein. Na, ja, macht Schwanz. Ja, das mache ich dann. Wahrscheinlich, wenn sie aber stark genug trainiert sind, also von Willen und so alles auch, dann sind sie auch mal so nett und setzen das andere ein. Ja, und hier sind wir jetzt eben bei diesem Punkt, den ich eben teilweise auch meine. Ja, jetzt ist er auch auf Schwanz wegen der Entfernung auch wieder. Also, hier geht's gerade noch. Irgendwie habe ich das Gefühl, der erste Teil ist ein bisschen fairer, aber ja, man merkt, der Gegner kann sehr oft hintereinander meistens angreifen und wir selbst manchmal gar nicht. Also ich habe es im zweiten Teil, haben wir sehr oft gehabt, wir haben auch dauerhaft gedrückt und trotzdem war der Gegner immer schneller dran. Mist. Naja, okay, das hat er verkackt, aber ich finde dafür, dass wir ihn kaum trainiert haben. Also der erste Teil wird leichter. Kann auch nur der erste Kampf sein. Das kann es auch sein, aber im Normalfall sind die halt schwerer und ja, im Prinzip war das jetzt schon fast das ganze Spiel. Ach so, wir müssen nochmal gegen ihn. Ja. Ja, okay, weil unentschieden sonst, ne? Naja gut, wir haben es schon einmal geschafft, vielleicht schaffen wir es nochmal. Meiner Meinung nach ist es so ein Spiel, also wenn man Fan von Monstern oder auch von Monster Ranger selbst halt auf jeden Fall ist, es kann sind Spaß es nette machen. Spiele, die man für zwischendurch auch auf jeden Fall immer mal spielen kann. Also man kann jetzt einfach mal das eine halbe Stunde einlegen und ein bisschen Fun haben und auch so ein paar seiner Lieblingsmonster zu kriegen oder sich überraschen zu lassen, durch welche CD was erscheint, ne? Wobei viele CDs, glaube ich, auch die gleichen Monster bringen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Na? Mach dann nicht. Und du kannst auch nur draufgehen wegen... Ja, okay, dann nur so. Aber ich wollte ja eigentlich diese Kussattacke da. Ja, also Spuckattacke, so. Ja, dein Schlecker-Ding kannst du dir in den Arsch stecken. Bam! Nochmal. Ah, ja. Das wird ausgewichen. Du musst auch auf die Hitprozent-Chance achten. Ja, aber ich muss auch aufpassen, dass er mich da nicht dingst. Na komm, näher ran, er will nicht. Er geht nicht. Ey, das Vieh kann teleportieren. Ne? Hat es doch schon mal eingesetzt. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet, weil ich ja da unten gucke. Und da, ich drücke ja ununterbrochen und wieder er konnte mich dreimal. Und wir konnten gar nicht. Ey, wir treffen überhaupt. Ja, weil du 0% drückst. Du drückst einfach. Ja, mein Gott, aber wenn ich nicht drücke, dann greift er uns doch an. Und dann, das ist ja das, was ich meine. Verstehst du? Ja. Naja, jetzt haben wir sowieso gewonnen. Also ist egal. Okay. Ich wollte schon sagen. Ja, ich wollte sagen, wie das zählt. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Ist auch gut mit der Zeit. Also, ich persönlich finde das Kampfsystem zwar nett, aber mich stört das schon. Man muss zwar darauf achten und so, das ist alles okay, aber wenn man halt nicht drückt, dann greift der Gegner, der kann sehr oft hintereinander angreifen. Das ist nicht gerade sehr fair. Insgesamt, wie gesagt, so ein Spiel für zwischendurch mal ganz nett, aber es ist nach einer Weile, wenn man zu viel hintereinander spielt, wirklich langweilig. Weil man kann halt nicht viel machen, außer das Monster indirekt trainieren. Man hat keinen Einfluss darauf, ob es das schafft oder nicht. Ja, vielleicht indem man ihm dauernd Fleisch hingibt und der super glücklich ist, aber das kann man sich am Anfang wirklich nicht leisten, ne? Vielleicht hinterher mal, ne? Ja, jetzt ist es zum Beispiel ziemlich glücklich. Und nächstes Level. Ja, loben wir ihn mal. Ob er sich freut, weil wir ihn gelobt haben. Ja, aber dieses Sutsu sieht trotzdem sehr seltsam aus. Siehst du da? Das ist ein Monat, ne? Viermal. Ja, also ein Tag ist quasi eine Woche. Ja, und das ist echt krass. Also jeder, der sich über Digimon World Redigitized oder Next Order beschwert, sollte mal das Spiel spielen. Denke ich mir. Und dann kann man sagen, das ist zäh, würde ich so sagen. Ja, allein schon bei World hat man ja wirklich so, dass die Attribute nach einer Zeit mit übernommen werden und so. Wenn auch wenig damals. Ja, aber immerhin. Genau. Und heutzutage ist es ja schon einiges, aber hier... Und nicht nur das, es ist auch, die Digimon leben dann doch auch noch länger. Und man kann auch gezielt richtig was machen, ne? Mhm. Ja, oh, ist ja, K.O. Klar. Ja, dann... Ich werde ihn jetzt einfach nochmal ausruhen. Wie gesagt, das war halt so ein kleiner Einblick. Da man nun nicht mehr machen kann, würde ich sagen, wir beenden das dann auch. Weil viel mehr ist ja nicht, ne? No. Ja, und dann könnt ihr uns ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Spiel haltet, ob ihr das selbst gespielt habt und vielleicht es doch irgendwie so einen Story-Modus gibt. Wie gesagt, mit Teil 1 kenne ich mich gar nicht aus. Wir haben öfter Teil 2 gespielt, aus besagten Gründen halt. Auch andere haben wir gespielt.
Beziehungsweise du eher. Ja, aber es gibt ja für die PlayStation nur 3 Spiele und 2 bauen aufeinander auf: Monster Ranger und Monster Ranger 2. Und dann eben noch so ein Card Battle, da werden wir vielleicht auch mal so eine kleine Minishow machen. Aber die anderen sind halt anders. Die PS2-Spiele, da werden wir vielleicht auch ein Let's Play machen, wenn es gewünscht ist. Und wenn wir doch Lust haben, wir gucken uns das nochmal an. Das wird aber noch ein bisschen dauern, weil wir ja andere Projekte vorher haben. Genau. Aber wie gesagt, also das Spiel, also für uns ist es jetzt nicht so, wenn schon, denn schon, dann doch eher Teil 2. Ne? No. Ja, das war's dann auch und bye bye.